Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr eine Checkbox in Word erstellt. Wenn ihr eine To-Do-Liste in Word erstellt, könnt ihr Kontrollkästchen einfügen, um eure erledigten Aufgaben abzuhaken. Öffnet als erstes eure Liste in Word. Markiert alle Einträge. Klickt dann im Start-Tab auf den Pfeil neben Aufzählungszeichen und ganz unten auf Neues Aufzählungszeichen definieren. Wählt hier Symbol aus und sucht das leere Kästchen. Danach klickt ihr auf OK. Wenn ihr diese Liste ausdruckt, dann könnt ihr die einzelnen Punkte mit einem Stift abhaken. Wenn ihr den Haken allerdings digital am PC setzen möchtet, macht ihr Folgendes. Aktiviert zunächst die Entwicklertools. Klickt dazu auf Datei, dann auf Optionen und hier auf Menüband anpassen. Sucht die Entwicklertools und setzt den Haken. Zurück in eurem Dokument öffnet ihr den Entwicklertools-Tab, klickt dann in die Stelle, wo das Kästchen eingefügt werden soll und dann hier oben auf den Haken. Ihr seht nun ein leeres Kästchen vor eurer Aufgabe. Klickt ihr es an, wird es abgehakt. Klickt ihr es erneut an, so wird der Haken wieder entfernt. Über welche Word-Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.